Meine Freunde, ich heiße euch recht herzlich willkommen zum großen Finale von Elex, zur großen Schlacht um den Eispalast. Ich hatte es im letzten Video ja schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Spiel ab hier noch dauert, es wird nicht mehr sehr lange dauern, aber ich will einfach auch wirklich jetzt keine Unterbrechung haben, daher werde ich ab jetzt alles an einem Stück aufnehmen und falls nötig hinterher in Videos teilen, denn ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch dauert. Wir stehen hier vor den Toren des Eispalastes und kämpfen gegen die letzten Soldaten, gegen das letzte Aufkommen der Alps und werden dann den Eispalast stürmen und hoffentlich auch diesen elenden Hybriden fertig machen. Los geht's! Berserker, Separatisten und Kleriker, alle vereint. Auch Outlaws sehen wir hier. Sehr gut. Die Fehde der Kleriker und der Alps, unserer einst vereinten Völker, wird bald beendet sein. Dazu wird wohl mehr gehören als nur eine Schlacht. Ja, aber es ist der erste Schritt von vielen. In die richtige Richtung. Wir dürfen nicht zaudern, mein Sohn. Nur dann werden wir siegreich sein. Wenn Thorald den Befehl gibt, möge es beginnen. Oh, ich freue mich so hart drauf. Logan ist auch mit am Start. Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Geh zu Thorald, damit es hier endlich losgeht. Wer ist noch alles da? Wer ist denn alles gekommen hier, hör mal? Elexitor Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Wenn Thorald den Befehl zum Angriff gibt, werden wir sehen, wer am Ende noch steht. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Na, Hauptsache nicht im Feindeslager, das würde ich meiner Familie mittlerweile echt zutrauen. Da bist du ja endlich. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen? Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps. Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Ein Wahnsinn, was wir alles bewegt haben hier, hä? Wenn du etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Nee, wir bringen das jetzt zu Ende. Wir bringen das jetzt zu Ende hier. Ich bin bereit. Kein Zaudern mehr. Lass uns angreifen. So sei es. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Alle Mann bereit? Na dann, zum Angriff. Los geht's, schnappt sie euch! Ja, Mann! Oh, ich krieg jetzt ganz schön auf die Fresse. Oh, was war denn das für ein Turbo-Lag hier? Moment, soll man nicht gerettet. Los, gib mir das. Immer drauf. Wir sind fett am Gewinn, Freunde. Wir sind fett am Gewinn. Hervorragend. Oh, Ulbricht ist ein bisschen bewusstlos. Ach, das Vieh überlebt nicht lange. Meine ganzen Leute sind auch alle mit am Start hier, wie es aussieht. Sehr schön. Ich hole mir erstmal noch ein bisschen die Munition hier ab. War das eine fette Schlacht einfach mal. Kurz, aber heftig. Und ich sammle mir hier erstmal alles ein, du. Alles einsammeln. So, die Leute gehen langsam wieder in Position. Was ist mit Thorald? Ach, der scheint hier vorne zu stehen. Gut.
Wo ist Thorald? Ich muss mit ihm reden. Habt ihr Thorald irgendwo gesehen? Ich brauche Thorald. Toter Kleriker hier. Sau, wollt ihr mich eigentlich? Wo ist denn der Thorald? Logan steht mit seinen Leuten hier. Eigentlich müsste der hier vorne mit unterwegs sein, der gute Alte. Berserker, 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 Berserker. Berserker, aber kein Thorald. Wie soll ich denn jetzt weitermachen? Soll ich einfach in Angriff gehen oder was? Was ist mit dem Ray? Du lebst. Tja, es muss wohl an deiner charmant menschlichen Art liegen, dass ich noch nicht von dir weg wollte, Schatzi. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich dir nicht den ganzen Ruhm überlassen. Meine Güte. Mach sowas nie wieder. Magst du mitkommen? Mitkommen. Sicher doch. Du bist zu gebrauchen, Ray. Können wir nicht allzu lange bleiben. Sehe ich auch so. Was machen wir jetzt? Also eigentlich haben wir ja jetzt nur noch die Höhle der Bestie. Wir müssen in den Eispalast rein. Vorwärts. Ich nehme die Waffe lieber mit. Wer weiß, was uns hier noch alles erwartet. Ich bin auf alles vorbereitet. Stürmen wir diesen Laden. Oh, jetzt kommen hier erstmal die ganzen Nachrichten von den ganzen Sachen, die wir noch gesammelt haben, mit durch. Dich kenne ich! Die ganze Zeit über habe ich auf diesen Moment gewartet. Oh, Feind oder Freund? Ich warte hier. Oh, der will wohl nicht mitgehen. Na, ich kläre mir erstmal noch den letzten Freund. Also anscheinend Freunde. Teleporter geklärt. Hi. Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. So sieht's aus. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Na, das wirst du ja noch sehen. Wir. Doch redest du eher von den Plänen des Hybriden? Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Das ganze Elex hat mich nicht daran hindern können, den Eispalast zu stürmen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden. Und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Ganz genau. Und der ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das der Grund war. Dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Was? Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt. Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach.
etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Besten Dank. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Ja, verstehe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Der hat keine Wahl. Der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer. Meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft einer zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Naja, mal sehen, ob wir mit dir schon fertig sind, Kollege. Ich will mir vorher noch was zu essen genehmigen. Man weiß ja nicht, was geschieht. So eine Hochleistungssuppe zum Beispiel soll ja wahre Wunder bewirken. Haben wir ein Level-Up gehabt während dieser ganzen Schlachtgeschichte? Haben wir. Konstitution klingt tatsächlich ganz gut. Bisschen mehr Lebensenergie ist immer fein. Du bist da. Ich bin da. Die Frage ist, wo will ich hin und wo darf ich hin? Also hier darf ich schon mal nirgendwo hin, wie es ausschaut. Probieren wir es mal hier lang, Freunde. Wo sind wir denn laut Karte hier? Auf dem besten Weg. Gut, auf dem besten Weg. Ich bin schon ganz gespannt auf den Hybriden jetzt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin vollkommen gespannt. Ich sehe dich. Das ist schön und gut für dich, dass du mich siehst, mein Freund, aber das wird mich nicht aufhalten. Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur etwas bin hier sogar richtig, hä? Als erwartet. Erst wenn du mich einfach in Ruhe lässt, quassel mich nicht voll. Elendes Stück. Doktor, komm wie auch immer. Mir. Wir haben viel zu besprechen. Und wie wir das haben. Die Kammer des Hybriden. Wir haben so lange auf diesen Moment hingearbeitet eigentlich. Wahnsinn. Und das also ist er, ja? Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Neue Stufe. Die Höhle der Bestie. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein. Deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast? Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich. Zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art.
Wie weit hast du dich von den Menschen entfernt, um von meiner Art sprechen zu dürfen? Heute bin ich viel mehr als das. Ich mag ein Mensch gewesen sein. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magallan muss vorbereitet werden auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Wovon redet er? Wer wird kommen? Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Aha. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Oh je. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können. Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Ach, na und? Dafür kämpfen die jetzt vereint mit allen, die sie früher bekämpft haben, du Lappen. Wir haben deine scheiß Armee fertig gemacht, sage ich dir. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, sodass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ich werde das mal so hinnehmen, auch wenn ich gewisse Zweifel habe. Ich auch. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Oh oh. Oh, Igitt! Mach sofort das Licht wieder aus. Oh, die Barriere verzieht sich. Oh, was geht denn jetzt ab hier? Hier geht's jetzt richtig rund gleich. Hier geht's richtig ab, Freunde. Haltet die Schlüpfer fest.
Okay. Ah, als ob die Alps mitmachen. War klar, dass keiner von denen reinrennt. Oh, war klar, dass der einen fucking Raketenwerfer benutzt. War klar, dass meine Granaten ausgerechnet jetzt wieder verbacken. War klar, dass ich eine Rolle mache, ohne es zu wollen. Es geht einfach alles schief gerade. Wie soll ich denn hier rauskommen wieder? Ja, geil. Mann, ist das fies. Als hätte ich nicht schon genug mit einem Bossgegner zu tun, mir auch noch diese Deppen auf den Hals zu jagen. Hybriden-Feigling, Alter. Wo kamen denn die auf einmal her? Ne, die mache ich hart fertig, das sage ich euch. Als ob ich das alles nochmal machen muss. Okay, pass auf, ich brauche hier noch ein bisschen Hab und Gut auf den Leisten, sonst wird das nichts. Boah, ich hab voll die Idee gerade. Du bist da. Wir quasseln ja gleich mit dem. Wir fressen uns vorher das ganze Inventar rein. Weil das ist ja der letzte Kampf, wenn ich das richtig... Nee, hier mussten wir, glaube ich, lang, oder? Nee, wenn ich das richtig kapiere. Und wir haben ja die ganze Zeit dieses Heilungsdingens hier an. Dann kann uns das doch eigentlich relativ Rille sein. Hauptsache, wir haben die ganze Zeit während der Schlacht eine natürliche Regeneration. Das wäre geil. Das ist ein guter Plan, das ist ein guter Plan. Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur etwa. Lass mich da einfach mal in Ruhe. Denkst du, dein Gequassel juckt mich? Nicht mal am Ansatz, mein Freund. Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Das ist ja schön und gut. Sowas hast du nur noch zu futtern. Alles rein hier, alles rein. Ich fress hier alles knallhart mir jetzt in den Wanst. Muss genügen. Können wir das irgendwie beschleunigen? Das wäre mega nice. Du wusst. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie? Ich versuche alles so zu drücken, wie es war. Komm schon, macht hinne. Ich will den richtig kaputt hauen. Ja, sprinte halt nicht. Ist okay. Mann, der Hybrid geht mir so hart auf den Senkel. Ganz ehrlich, mit seinem Raketenmist. Der sprengt mich einfach in die Luft. Ich habe doch überhaupt keine Chance. Ich komme ja nicht mal im Ansatz irgendwie mal dazu, hier was zu machen. Dieser Dreckshybrid mit seinem scheiß Drecksraketenwerfergesindel. Ganz ehrlich, da habe ich die Schnauze gleich voll. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe ja nicht mal den Hauch einer Chance, irgendwas zu unternehmen. Mach jetzt auf, dieses scheiß Pissfenster, ganz ehrlich. Ich glaub ja, wo mein Schwein pfeift. Wie asozial ist denn der Gegner, bitte? Ich meine, ganz ehrlich, ich hab ja nicht mal die Chance wegzurennen. Weil jedes Mal, wenn ich wieder stehe, kommt schon die nächste Rakete von dem Spaten an. Sag mal, hat der eigentlich irgendwas im Urin? Das kann doch nicht dahin sein Ernst sein. Du hast noch Stärke irgendwelche Stims da, die mir helfen könnten? Nur etwas anders als erwartet.
das hier kann helfen. Gerade am Anfang der Schlacht könnte das sehr nützlich sein. Heiltränke haben wir nämlich leider auch nicht mehr ganz so viele. Wo muss ich denn lang, verflucht? Jetzt muss ich mir das alles nochmal antun, dieses ganze Geschwafel. Ich speichere gleich vor der Hütte ab hier. So einfach ist das. Ich speichere hier eiskalt ab. So, bitteschön. Da habt ihr. Weil ich habe hier auch nichts, wo ich mich groß verstecken könnte. Höchstens irgendwo oben. Aber das wird auch schwierig. Komm schon, macht hin mit dem Gelaber hier. Ich will loslegen endlich. Du willst mir das... Ja, Mann, zieht euch das mal rein, ey, wie der mich immer auseinander nimmt. Hier, zieht euch das rein. Der hat auch einfach so eine übelste Wirkung. Hier, merkt ihr das? Wie soll ich den denn besiegen? Ich hab doch nicht den Hauch einer Chance, irgendwas zu machen. Vor allem nicht mit diesen scheiß Zusatzgegnern noch im Nacken. Alter, ist das heftig, mal ehrlich jetzt. Das geht mir echt voll gegen die Kaldaun, ey. Okay, ich habe noch eine Möglichkeit hier drauf geschissen. Ich brauche die Scheiße eh nicht mehr. Komm hier, sauf rein. Scheiß auf die ganze Kälte. Ich brauche hier mehr Punkte und zwar zack. Ich brauche hier sofort mehr Konstitution. Ist einfach so. Es geht nicht anders. Das Problem ist halt auch wirklich, dass die Zusatzgegner recht stark sind. Und ich habe keinen Bock, mir jedes Mal dieses Gelaber hier antun zu müssen. Das sind alles so viele sinnlose Momente, die ich hier vergeige. Geht doch einfach mal weg. Kein Mensch will das Gerede nochmal sehen. Ich will das ganze Gespräch überspringen. Halt doch einfach die Klappe. Kein Juck dein Geschwafel. Au. Hi. Bei mir kommen auch einfach immer mehr, oder was? Okay, das ist schwierig, Freunde. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, vor allem, wenn der so eine Scheiße abzieht. Kann er nicht wenigstens die Sprengerei mal lassen? Ja, geil, jetzt ist meine Waffe auch wieder verbuggt. Och, meine Fresse, ich hab die Schnauze echt langsam voll. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass der Gegner hier so dermaßen OP ist. Spiele ich hier ein fucking Dark Souls oder was? Ja, komm, schenk's dir. Ich hab keine Heilung mehr für sowas. Ich halt hier nicht durch. Ich schaff's nicht. Ich kann ja nicht mal in Ruhe zielen. Ja, komm, ich war hinter einer Deckung. Wieso sprengt er mich hinter einer Deckung weg? Ey, nee, ganz ehrlich. Also der Gegner ist doch wirklich für den Arsch. Wie soll ich den denn bitte schaffen?
Ich kann mich nicht auf 150 Gegner gleichzeitig konzentrieren. Vor allem, da kommen ja auch immer mehr nach irgendwie, alter Schwede, ganz ehrlich. Nee. Wie soll ich das denn machen? Nee, ganz ehrlich, das finde ich gerade asozial, wie übelst schwer der Gegner ist. Ich habe ja nicht mal eine Chance irgendwie, sobald er mich einmal mit so einer scheiß Rakete erwischt, ist schon Schluss. Weil einfach 150.000 von diesen scheiß Kampfrobotern mit am Start sind. Und so wie es aussieht, kommen da auch einfach unendlich viele von an. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und jetzt muss ich mir wieder dieses ganze Geschwätz hier antun. Obwohl ich eh wieder sterben werde, oder was? Ey, ganz ehrlich, ich bin gerade so aggro drauf. Das kann nicht sein. Der Gegner ist schon schwer genug, auch ohne diese scheiß Kampfroboter noch im Hintergrund mit. Moment. Als ob ich hier nicht mal speichern darf! War klar, dass der wenig Schaden nimmt. Hier, zieht euch das rein. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch mal weg! Nee, ich habe wirklich die Schnauze gerade so voll von diesem Spiel. Wie soll ich denn alleine das hier packen? Vor allem noch mit diesen ganzen Gegnern. Ich habe überhaupt keine Waffen, die für sowas auch nur ansatzweise vorbereitet wären. Ich kann nur mit dem Lasergewehr reingehen, aber das hat einfach nicht genug Damage. Das kann doch nicht sein. Ach du Heilige. Ich komme doch hier im Leben nicht lebendig raus. Das sind die normalen Heiltränke. Was? Ja, mach einfach irgendeine Waffe raus. Das ist richtig. Verpiss dich aus meinem Leben. Ach du Heilige. Nee, ganz ehrlich, wie soll ich denn das machen? Ich pack das hier drauf jetzt. Es geht nicht anders. Jetzt müssen wir nochmal abspeichern hier, weil wir ja so einen Haufen Zeug abgeändert haben, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, bin ich ganz ehrlich. Der Gegner ist viel zu OP. Ich schaff den im Leben nicht. Im Leben nicht, sage ich euch. Nicht solange ich da noch so viele Gegner mit dabei habe. Ich muss irgendwie hier weg. Ich schaff das nicht, solange ich hier bin, aber andererseits, ich habe hier auch keinerlei Deckung. Aber das ist jetzt erstmal meine wichtigste Mission. Wir kämpfen jetzt erstmal nicht gegen den. Es hat einfach keinen Sinn, gegen den zu kämpfen. Ich muss erstmal mich umgucken, ob ich hier im Gelände irgendwelche Möglichkeiten habe, die mir irgendwie einen gewissen Schutz bieten. Das wird dir. Ja, piss dich. Okay, los geht's. Hier, der trifft mich auch einfach überall. Der trifft mich überall und ich komme nicht mehr weg, wenn der einmal getroffen hat. Aber das ist eine Möglichkeit, wenn ich immer hier auf dem Rand bleibe. Das große Problem ist aber leider die Deppen hier hinten mit. Boah, das war ein Volltreffer. Scheiße. Man zieht euch das mal rein. Ich komme ja nicht mehr weg. Wenn die einmal treffen, dann ist für mich einfach Feierabend in diesem Spiel. Scheiße, verdammt. Und hier rückt schon wieder die Verstärkung an. Danke, einfach nur danke. Ja, rennst du vielleicht mal los? Ja, genau. Och nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach echt keine Lust mehr. Wie soll ich den denn packen? Zieht euch das mal rein, der hört überhaupt nicht auf.
Wie soll ich den denn schaffen? Mit der ist...